Hallo und zurück zu einer kleinen Runde Conan, der Barbar. So, wir haben unser Häuschen schon ein bisschen hergerichtet. Ich würde sagen, wir vollenden mal den Zaun. Ja. Wir schauen mal. Ach, wartet mal. Achso, wir haben nur die Fundamente, ne? Okay, nee. Wo schauen wir mal. Wo haben wir einen Zaun, 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 Zaun hier? Wie viel? Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Ja, das können wir dann. Dann können wir noch eins herstellen. Ich glaube, wir brauchen noch eins, was ich nicht bedacht habe. Wo schmeißt er das hin? Ach, okay. So, bauen wir gleich noch eins, ne? Ja, dann bräuchten wir hier auch ein bisschen eine Lichtquelle. Hier wäre eigentlich, um ehrlich zu sein, auch eine, so eine Fackel, wie wir hatten, wäre ideal. Wisst ihr das? Jawohl. So, jetzt noch hier, wisst ihr? Und jetzt hier noch irgendwie so eine Hängematte. Nee, eine Hängematte. Um ehrlich zu sein. Oh, wisst ihr, was schön wäre, wenn hier... Geht es hier auch schräg ran? Hätten wir mal probieren können. So als Aufgang? Nee, ne. Hier eine Hängematte dazwischen gespannt. Geht es? Das wäre was, ne? Glaub aber nicht. Glaub eher nicht. So, wir schauen mal. Ach so, ja, hier drin haben wir ja schon ein bisschen Fackeln, ne? Das ist schon mal gut. Er ist schön ausgeleuchtet. Haben wir oben das auch gemacht? Ja, ne? Ach ja, hier kommen wir ja zu unserer Küche. Oh. Es hat was, ne? Hm. Obwohl, um ehrlich zu sein, mir wäre es am liebsten, wenn wir beidseitig ran können. Und das machen wir auch so. Egal. Ja. Genau. So machen wir das. Schön. Gut. Ja, wir bräuchten also noch eine Fackel. Ach nee, die mussten wir drüben, ne? Die mussten wir drüben herstellen. Wollen wir nochmal rübergehen? Wir wollten doch sowieso irgendwas mit dem verformten Holz machen. Wir gehen mal kurz rüber und schauen mal. Ich weiß jetzt, ich kann es euch echt nicht mehr sagen. Oh, da müssen wir ja auch noch was machen. Wir machen mal das. Das nehmen wir mal wieder. Denn wir werden hier einen Garten anlegen. Ich weiß nicht, ob man da ein Fundament braucht, um ehrlich zu sein. Ich habe total eine Fliege im Ohr. Auf die hinterlegt er keine Eier. Nee, nee, war nix. Es war nix. Kein guter Gedanke. Gut. Halt, wartet. Wir sind hier einmal. Wir müssen leider. Jetzt nix. Wir müssen noch ein bisschen farmen, ihr wisst. Wir haben zwar einiges an Rohstoffen, aber die sind auch ganz schnell bei unserer Bauwut sind die natürlich auch ganz schnell wieder dahin. Und ich habe halt leider keine Zeit, das Ganze wie andere offscreen zu machen. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu. So, hier, das Ding können wir abhauen. Ja, auf Stein haben wir wieder. Ein Tausender, ne? Tausender ist gut. Tausender finde ich gut. Wir schauen mal, wie viel wir Holz haben. Vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen Holz auch
Ja, da brauchen wir ein bisschen Luft noch. Obwohl, wir haben auch drüben was, ich weiß. Apropos, wartet mal, ich muss noch mal in meinen, ob wir hier noch Rinde haben. Weil das würde ich dann mit rübernehmen. Wisst ihr? Ich glaube, wir hatten ein bisschen Rinde gefahren, die ich hier mitgenommen habe. Wir schauen kurz noch mal rein. Ich glaube, der verbraucht auch mehr Trinkerei. So, was haben wir hier? Hier hätten wir noch ein bisschen Stein und Holz. Ja, das haben wir gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. So, die Rinde mal mit, weil die brauchen wir, glaube ich, drüben. Und das auch. Jawohl. Ja, nehmen wir gleich das auch noch mit, weil das brauchen wir hier auch nicht. Und das trockene Holz nehmen wir auch mit rüber. Ich weiß nicht, aber da haben wir auch genug drüben. Ja, Knochen ist halt, wie es ist, ne? Eisen nehmen wir mit rüber. Ja. Wir müssen mal ordnen hier noch ein bisschen, ne? Wir müssen mal hier noch ein bisschen ordnen. Fleisch. Wenn wir was haben, dann haben wir Fleisch, ne? Kristall nehmen wir mit. Den Rest dann Tierhaut. Wir könnten uns jetzt wirklich mal... Einmal das wissen wir hier. Ja, wir müssen noch ein bisschen ordnen, ist richtig. Was wollte ich? Ach, das hier. Wir müssten dann wirklich mal ordnen. Und noch eins wollte ich sagen, aber das habe ich schon wieder vergessen. Was wir noch machen müssten. Also wir müssten so viel machen, aber... Eben... Na. Also ich glaube, wenn er arbeitet, verbraucht er vielleicht sogar... Wir gehen mal runter zum Fluss, wenn wir gleich unseren Trinkschlauch... Wir sollten vielleicht noch einen Trinkschlauch... Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Einen Trinkschlauch herstellen. Wir könnten uns jetzt tatsächlich nochmal eine bessere Rüstung bauen mit den ganzen Tierfällen. Und was wir natürlich mit den Hyänenfällen machen, ne? Das weiß ich natürlich auch noch nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz, ne? Das ist schon mal gut. Nehmen wir noch das Holz hier mit. Solange wir noch können. Nimm, was du kriegst. Weil Pflanzen hast du auch nicht. So viel. Wird schon wieder dunkel. Wird tatsächlich schon wieder dunkel. Ja, und ihr wisst ja, Pflanzenfasern brauchen wir auch ein bisschen. Ja, genau. Und dann könnten wir uns eigentlich noch eine kleine Farm anlegen, damit er ein bisschen Vitamine vielleicht noch bekommt, weil der ernährt sich ja derzeit mehr oder weniger nur vom Fleisch. Was halt für einen Barbar ja in Ordnung ist. Und da ist ja auch einiges an Vitaminen drin. Ich weiß, das hören jetzt die Veganer und Vegetarier nicht gerne. Aber es ist so. Und da sind sogar wichtige Vitamine drin. No. Die Veganer eigentlich dann über Zusatzstoffe aufnehmen müssten oder sogar machen. No. Deswegen eine ausgewogene Ernährung ist gut, finde ich. Also ein Apfel muss schon immer mal sein. Also ich esse täglich einen und ganz gerne auch grüne Grapefruit, weil da ist Folsäure drin und. Ne? Oh, jetzt sind wir aber ein bisschen überlastet. Das ist natürlich schlecht. Was können wir denn da machen? Das wird nicht reichen. So ein Mist. Warte, dann hauen wir das verdorbene Fleisch halt raus.
Ich hoffe, das reicht. Nee, das reicht nicht. Ah, oh, hätten wir doch das verdorbene Fleisch nicht rausgekommen. Danke. Ja, das ist ja doof, ne? Ja, ich weiß, da ich überlastet bin. Ich kann es ja auch nicht ändern. Es ist einfach passiert. Ja, da müssen wir irgendwas raushauen jetzt, ne? Müssen wir ein bisschen vom... Ah, das ist ja traurig. Was ist Stein? Ja, dann hauen wir die 50 Steine raus. Vielleicht hilft's hier. Ja, es hilft. So, wo ist eigentlich unsere Fackel? Nee, das ist keine Fackel. Nein! Na gut, wir brauchen noch einen Zaun. Aber den hätten wir jetzt nicht gebraucht. Da sind wir wahrscheinlich gleich wieder überlastet. So, dann schauen wir mal. Achso, hier oben kommen wir auch schlecht hin, ne? Hier könnten wir eigentlich... Achso, keine Ausdauer. Warte, da können wir gleich hier rauf kraxeln, wenn es geht. Hier ein Leitersystem, ne? Das sollten wir gleich machen. Wisst ihr? Dieses Leitersystem sollten wir wirklich gleich hier etablieren. Das wäre so das, was ich jetzt nächstes machen würde. Und zwar... Wir schauen mal, wie die Leitern überhaupt rangehen. Wo konnten wir denn eigentlich... Konnten wir hier schon eine Leiter oder mussten wir das irgendwo anders machen? Ich glaube, das war irgendwo anders, ne? Jetzt haben wir natürlich... Weil so viele Dinge, da ich nicht mehr weiß. Ja, nee. Das muss man hier irgendwo. Ich glaube, hier. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Wir machen mal eine. Was brauchen wir? Holz, Ast, Zwirn. Okay. Was, Holz? Holz hatten wir doch, oder? Holz, Ast. Äste haben wir auch hier irgendwo. Wir haben tausende von Ästen, oder? Verdammt, wir hatten tausende von Ästen. Ich sag nicht, wir haben keine Tochter. Na, was heißt tausende? Ne? Tausende will ich es mal gar nicht nennen. So. Ja, ich bin überlastet. Ich weiß. Aber wir haben es bald... So, jetzt schauen wir nochmal. Also, der Leiter. Ach so, wir müssen das ja alles rüberziehen, ne? So, Holz bekommst du. Ja, ich weiß auch nicht. Ich gebe dir mal 50. Geformtes Holz brauchst du erstmal nicht. So, Zwirn. Ich gebe mal alles rein. Und, was war es noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Ist es. So, jetzt schau mal, was diese komische Leiter macht. Wo wird... Die wird immer dann hier drin, ne? Ist die dann wieder, oder? Jetzt bin ich mal echt gespannt. So, halt. Jetzt bin ich echt gespannt wie ein Flitzebogen, wie wir mit dieser Leiter umgehen. Das sieht nicht gut aus, oder? Wo soll denn die... Muss an einem Bauteil einrasten? Ja, schon. Aber... Wie? Das ist natürlich... Nicht so gut, denn es rastet an nichts ein, was wir hier haben. Jetzt habe ich gedacht, wir können hier voll einen auf. Das ist ja übelst. Jetzt nochmal raus, die Leiter.
Das rastet an nix ein hier. Da brauchen wir irgendwas dafür. Also nochmal reinschauen. Was brauchen wir für diese komische Leiter noch? Ein Aufzug. Ja, das ist ja doof. Und was, wieso rastet die? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, das sind nur... Ja gut, die Palisaden wären noch interessant. Ach ja, das... Die Fackel brauchen wir, ne? Äste und Fackel. Okay, bekommst du. Ich werde mir noch ein paar Fackeln herstellen. Wenn es geht. Wir haben den Zwirn, glaube ich. Brauchte man dazu Zwirn? Nee, braucht man nicht. Ja, das ist schon mal... Ist schon mal ein Wort, ne? Okay. Ja, das ist doof jetzt. Mit der Leiter, ne? Fällt mir, um ehrlich zu sein, fast nichts mehr ein. Lassen die sich eigentlich snappen? Ja, das ist schon mal schön. Wie ist denn das jetzt eigentlich hier? Wir haben gesagt, hier ist alles gut, ne? Hier hinten wussten wir nicht. Wir brauchen auf alle Fälle eine Decke drüber, ne? Und hier eine Tür trotzdem rein, oder? Wir werden doch hier eine Tür reinmachen, oder? Vor allen Dingen bräuchte man eigentlich ein paar Fenster. Aber eine Tür müssen wir schon hier rein. Nein, wir könnten es auch auflösen. So ist nicht. Damit es ein bisschen durchzieht. Ach so. Und hier drüber haben wir gesagt, müssen wir es auflösen, ne? Ja, komm. Wir ziehen mal ein paar Decken ein. Brauchen wir eine Gewalt an Decken, oder? Also, da reicht eine Decke nicht. So. Ja, das mit der Leiter ist natürlich jetzt noch ein Problem, dass ich irgendwie dann in Angriff nehmen müsste. Ich weiß aber halt nicht. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht momentan wie. So, jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen ja auch irgendwo einen Aufgang dann, ne? Müssen wir schauen. Ist es so in Ordnung? Ja, ne? Ja. Hey. Nicht, dass es anzündet. So ein Aufgang, ja. Die Frage ist, wo? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir steigen hier rauf, ne? Wenn es doch noch mit der Leiter passt, dann gehen wir hier so rein. Und dann müssen wir halt hier einen Aufgang machen, ne? Ja, gut. Wir müssen erstmal warten. Wir machen erstmal hier. Wir werden heute sowieso noch nicht weit hier kommen. Wieso geht... Oh. Oh. Ist der zu hoch hier? Oh. Ich meine, wir können ein Loch lassen. So ist nicht, aber... Irgendwie ist es... Nicht so schön, wie ich das denke. Kann man da echt nichts hin? Ist ja traurig. Ja, wisst ihr, wenn wir jetzt hier so kommen, haben wir gesagt,
Dass wir dann halt draufsteigen, ne? Hier müssen wir auch noch ein Fenster reinmachen übrigens, weil die Färbekessel, denke ich, die bräuchten ein bisschen Abzug. Ja. Da müssen wir ein Fensterlein hinmachen. Also hier geht's... Ja, hier machen wir eine, aber eigentlich bräuchten wir sie hier, ne? Hier geht tatsächlich, die ist zu hoch hier. Ja gut, dann müssen wir es lösen, ne? Dann müssen wir es erstmal lösen. Hier, das geht nach oben dann, das ist ganz klar. Wir können auch hier gleich hoch. Wisst ihr, wenn man hier so hingeht? Aber dann... Ja gut. Man kommt von der Seite hier vorbei... Und von der Seite hier kommt man an die Kisten ran. Dann können wir hier schon eine Treppe hinmachen. So ist nicht. Wir machen es mal. Wir können es ja dann. Auf die Treppe. Wir haben jetzt so viel kaputt gemacht. Auf die Treppe kommt es jetzt auch nicht mehr an, oder? Was sagt ihr dazu? Alter, wir sind zu weit, glaube ich. Die ist weiter oben gewesen. Nee, die ist doch nicht weiter oben. Das ist meine Treppe. Hä? Macht mich nicht schwach. Treppen konnte ich hier bauen. Hallo? Hier habe ich immer meine Treppe gebaut. Wie viel kostet das nochmal? Ach, Zwirn. Komm, wir machen noch ein bisschen Zwirn. Ich habe doch hier immer... Ich habe hier tausendfach schon Treppen gebaut. Ach, hier. Echt nicht gesehen. Wo ist jetzt meine Treppe? Ging das jetzt nicht? Ah, jetzt. So, was haben wir gebaut? Ach ja. Zwirn. Für was braucht man jetzt den Zwirn? So ein Mist. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Für was habe ich jetzt den Zwirn gemacht? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr. Ich habe den Zwirn gemacht, damit ich irgendwas... Oh man. Ach da, hier. Oh Gott. Da macht man was mit. Ihr habt den noch nicht, ne. Gut. Schön. Schön. So. Dann bauen wir mal die Treppe. Du kannst eigentlich deinen... Ausmachen. Dann bauen wir die Treppe genau hier hin. Jawohl. Er ist ein bisschen blöd hier, ne? Weiß noch nicht, ob ich das dann... Vielleicht machen wir hier einen komplett offenen Bereich bis zur Tür. Ja. Das lassen wir hier so offen insgesamt und zimmern es dann nach oben. Ach so, da ist jetzt unsere Treppe dran, oder? Ah. Ja. Oh. 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 Wenn man so im Bauen ist, ne? Oh. Leider. Am liebsten wäre mir es, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir nicht nur eine, sondern zwei offen ließen. Auf der anderen Seite verschwenden wir dann einen Haufen Platz. Ne? Obwohl,
Den nehmen wir. Wir werden sowieso wieder alles an den Rand dran klatschen. Deswegen kommt es auf die Area hier auch nicht mehr an. Auf der anderen Seite können wir die sowieso hier rauf tun. Wisst ihr das? Moment mal. Jetzt habe ich schon weg, ne? Nein. Moment. Sag mal, was haben wir hier noch drin? Bin heillos überladen, ne? Bin heillos überladen. So, achso, das hätten wir gleich dort lassen können. Gut. Dann. Was haben wir hier noch drin? Oh, hier haben wir viel drin. Was haben wir denn hier? Ach. Okay. So. Oh Gott, ich habe schon gedacht. Ich habe echt schon gedacht. Das war's. Gut, haben wir noch... Warte mal, ich stelle mal noch ein paar von den... Nee, keine Holzstecker. Die hier. So. Hier geht's nicht, ne? Klar, weil... So, ist mir verständlich. So, wo ist jetzt... Achso, haben wir ja noch nicht ausgewählt. Das verstehe ich. Gut. So, jetzt... Nee, das ist die falsche... So, wenn wir das jetzt... Nee, so, ne? Ist ein bisschen... Warte mal. So. Haben wir hier noch ein bisschen? Genau. Da hinten hat es auch noch ein bisschen Platz, ne? Ja, perfekt. Schön. So, dann holen wir uns noch den hier. Weil dann ist ja auch besser, weil... Wisst ihr? Weil wisst ihr? Ihr wisst, ne? Weil wisst ihr? So. Gut. Und jetzt kommt hier... Achso, ja. Selbe Problem wieder vor. Aber okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Joa. So, den werden wir so hinparken. Schon noch ein bisschen, ne? Ein bisschen rüber. Ein klitzekleines bisschen, so, ne? Okay. Hinten passt grad, glaube ich. Schauen wir mal, wenn wir mal drei Wände noch hinzimmern. Wartet mal. Dass das hinten auch passt, wisst ihr? Wir werden heute sowieso damit nicht fertig. Aber ob die dann. Wisst ihr, ob die in Ordnung sind? Ob man die dahinter platzieren kann.
Warte, ich gehe mal hier runter. Perfekt. Perfekt. Jawohl, so mag ich das. Dann kommen wir da oben zu unserer Schmiede, zu unserem Rüstung. Und die ziehen da schön zusammen, dann, ne? Schön. Ja, genau, so machen wir das. Warte mal, da können wir gleich die noch durchjagen hier. Wie viel wollen wir hier rein? Grunde vielleicht. Das weiß ich. Erstmal, ne? Dann jagen wir das noch durch. Ist in Ordnung. Ach, schön. So gefällt mir das. Wenn da noch da drüben so ein Vorrat und so ein Vorratsbehälter, so ein Vorratsbau da drüben ist, ne? Und der dann mit einer Aussichtsplattform oben, sodass wir schön drüber schauen können, überall. Ich möchte ihn trotzdem weiter nach hinten, weil ich möchte nicht den an der Tür, sondern hinten hin, wisst ihr? Ist zwar ein bisschen blöd, weil vorne wäre es halt schöner wegen der Aussicht, aber wir bauen den sowieso ein bisschen höher. Mal schauen, wie wir das machen. Nett. Was konnten wir eigentlich nochmal hier? Teer. Leder. Ach, da ist es Leder. Das braucht man doch auch. Komm, wir jagen mal ein bisschen durch. Jagen wir ein bisschen Leder durch. Ja, kann man da auch sagen, wie viel wir durchjagen? Weil der jagt ja jetzt durch ohne Enden. Ja gut, der jagt jetzt so viel durch, wie er... Ist in Ordnung. Der kann jetzt das, was er hier an... Das kann er durchjagen. Weißt du nicht mehr, für was wir das Leder brauchen? Aber okay. Ja, mit der Leiter, ne? Wir schauen jetzt nochmal die Leiter an. Wir schauen tatsächlich jetzt nochmal die Leiter an. Diese komische, idiotische Leiter. Ah, die wäre so schön gewesen. Die wäre echt so schön gewesen. Aber die snappt nirgends ran, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, die snappt an einem vorhandenen Bauteil. Denn die muss an was Hölzernes? Das könnte man noch mal probieren. Dass die vielleicht an was Hölzernes muss, wisst ihr? Könnte natürlich eine Idee sein. Hm. Dass die an was Hölzernes muss. Aber... Ja, wie können wir was Hölzernes... Achso, nee. Das hier brauche ich. So. Dann könnten wir gleich... Wir haben noch die andere Hammer am Mann, ne? Ja. Dann können wir die eigentlich gleich noch füllen. Schön. Jetzt probieren wir noch als letztes, weil da müssen wir schon wieder Schluss machen, das ist kaum zu glauben. Aber es ist so. Wie lang ist denn eigentlich noch unser gekochtes Essen? In 27 Minuten ist in Ordnung. Und das hier? Oh, in 4 Minuten.
Dann können wir hier. Dann können wir hier eigentlich nochmal, ne? Also an Fleisch soll es uns nicht mangeln, ne? Also wenn wir was haben, dann haben wir Fleisch. Wie gesagt, wir sollten unsere Nahrungsvorräte noch ein bisschen aufstocken. Und ich würde jetzt gerne nochmal probieren. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal probieren, ob wir vielleicht irgendwo eine Holzkonstruktion hier ranzimmern. Und schauen, ob die Leiter vielleicht daran snappt. Ja. Das wäre die letzte Chance, die ich vielleicht noch hier irgendwie sehe. Also ich mache mal zum Beispiel jetzt so eine isolierte Holzdecke. Nur mal so als Gag. Oh, was braucht man da? Ach, eine Eisenverstärkung. Gut. Nee, dann geht es nicht. Ne? Ah, das ist ja doof. Oh Gott, was ist denn das? Eisenverstärkung. Ja, dann bin ich echt ein Ziegel. Oh, dann bin ich echt ein bisschen... Dann bin ich am Ende meiner Weisheit angelangt, oder? Sind wir jetzt am Ende unserer Weisheit angelangt? Ich glaube schon. Weil dann wüsste ich echt nicht... Haben wir noch irgendwas baulich gesehen, wo wir freischalten? Holz? Das ist alles Holz. Das ist natürlich schade. Hier kann man nur Holz freischalten. Ja, da ist... Ah, wartet hier! Das ist doch eine Säule! Wow, das ist eine Säule für unser... Boah, das ist eine Säule für unseren Tempel. Also irgendwann mal. In 1000 Jahren. Aber das ist eine Säule für unseren Tempel, auf alle Fälle. Ja, mehr geht zurzeit nicht. Ja, mehr haben wir nicht, ne? Wir schauen mal kurz hier. Was ist denn das? Oh, da kann man so richtig... Wieso zeigst du es eigentlich nur hier an und nicht zum Beispiel hier mit unter den Kategorien? Das verstehe ich nicht ganz. Wir können hier Zeug freischalten. Da ist zum Beispiel so ein Stuhl. Hier können wir so die richtigen Dinge freischalten. Hier zum Beispiel eine große Truhe. Hier unten wahrscheinlich nichts, oder? Nee. Hier ist alles... Boah, schaut mal hin. Kommt noch einiges auf uns zu. Ja, dann schauen wir kurz. Passt auf, was haben wir noch? Wo ist das hier? Ah. Ja, da ist natürlich auch viel... Oh, wir können eine Farm? Oho. Oha. Das hier. Smokestone. Ja, man weiß halt nicht, für was man das braucht. Ne? Was man dazu braucht. Was ich wahrscheinlich nicht habe. Ja, hier kann man Esserei. Ja, aber was bräuchten wir? Achso. Irgendwas. Nee. Irgendwas, wo wir irgendwas Holziges machen könnten. Warte mal kurz, ich glaube... Nee, alles gut. Jetzt mit, wenn man nichts macht, ne? Dann ist auch Hunger und Durst. Dann ist, wie es ist, ne? Okay, wir schauen nochmal. Ja, aber dass es nicht mehr aus Holz gibt. Aber warum snappt die Leiter nicht daran? Oh, das machen wir uns auf alle Fälle. Ein Dock. Ein Fischerboot. Brauchen wir auch. Heieiei, was wir alles wollen. Was ist denn das? Weber. Ja, aber... Ich bräuchte eigentlich...
eigentlich... Ja, Treppenbauer ist natürlich auch super. Ach, hier sind die Holzdinger. Du müsstest dazu Dachdecker-Lehrling... Oh, den habe ich doch schon in Dachdecker-Lehrling. Warte mal kurz. Stufe 25. Was sind wir? Ah, okay. Also okay. Wahrscheinlich können wir das dann erst machen, wenn wir Dachdecker-Lehrling sind. Oder wenn wir vielleicht irgendwas mit Holz machen können. Obwohl das natürlich bei Steinmetz ist. No. Aber okay. Okay, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen aufsteigen. Wie sieht es eigentlich mit unseren Attributen aus? Wir haben nichts. Ah, okay. Ja, dann war das mit der Leiter nichts, ne? Dann war das mit der Leiter nichts. So, jetzt ist hier die Frage. Wir haben gesagt, eigentlich müssten... Was machen wir dann jetzt erstmal zum Übergang hier? Denkt ihr, wenn wir hier... Wir schauen mal kurz. Wir haben doch noch... Wir haben, glaube ich, irgendwas hergestellt. Und... was wir eigentlich nicht wollten. Kann das sein? Nee, haben wir nicht. Ich habe gedacht, wir hatten noch eine Treppe irgendwie hergestellt. Aber haben wir nicht. Dann machen wir das jetzt. Wir stellen mal noch eine Treppe her. Was ist denn das? Eine Ecke? Die würde ich gerne mal herstellen. Vielleicht passt die hier rein? Ich muss aufhören. Sag doch mal was. Dass ich kann. Ich muss aufhören. Ich muss. Leider. Ich habe keine Vorstellung. Ja, nee. Nee. Ja. Ja, ja. Die ist schon nicht schlecht, aber nicht das, was wir brauchen. Nee, nicht das, was wir brauchen. Nee, 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 nee. Wir brauchen... Das klingt so wie der von den Matratzen. Kennt ihr das? Die Matratze für, keine Ahnung, 100 Euro. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay, jetzt zurück zu unserer Leiter. Die eine Leiter brauchen wir bestimmt noch. Die haben wir nicht umsonst hergestellt. Glaubt mir. Ich würde es jetzt so rum machen. Und dann hier runter. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Finde ich. Vor allen Dingen, ich finde es auch gut, dass er ein bisschen hier drin ist im. Im. Gestein. Ich weiß auch nicht, ob die da nicht zu weit im Gestein dann ist. Wir schauen mal, wie weit die Treppe dann runter geht. Ah, vielleicht. Es könnte ein bisschen eng werden. Könnte ein bisschen. Ah, es könnte wirklich ein bisschen eng werden. Auf der anderen Seite. So schlecht. So schlecht ist das gar nicht. Ich finde es sogar genial. Ich weiß, ihr seid nicht meiner Meinung, dass es eine absolut geniale Treppe ist. Aber dann sei es drum. Es fehlt eine Wand noch. Gut. Ihr merkt, ne? Ich komme nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Es ist nicht möglich. So, ich muss jetzt Schluss machen. Ich mache auch Schluss. Perfekt. 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 So, wir brauchen noch... Das war doch wieder eine Stunde, oder? Ich schaue schon gar nicht auf die Uhr. Ich schaue schon gar nicht auf die Uhr. Es nützt. Es endet ja nichts an der Tatsache.
So, wo haben wir gesagt, brauchen wir noch eine? Ja, eigentlich nicht. Ne? Obwohl, hier wäre es nicht schlecht, wenn man noch ein. Nee. Ist, obwohl, hier wäre es vielleicht nicht schlecht. Aber ich möchte jetzt. Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hier machen wir. Hier machen wir auf alle Fälle ein Fenster hin. Und hier noch. Genau. So, und dann das. Dann haben wir nämlich das schon zu, so gut wie. Ach komm, noch einen. Was? Ich vergesse immer. Vor lauter. Ich vergesse immer vor lauter. Bauen hier. Vergesse ich immer das Trinken. Ne? Schön. Schön, 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 schön. 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 Unsere Werkzeuge. Ich werde wahrscheinlich bei der nächsten Säuberung. Die ist dann irgendwann. Ah, oh, schön. Es ist ideal. Es ist wirklich ideal. Leider. Obwohl. Nee, ich lasse es so. Ich lasse es sogar so. Ich tue es nicht noch unterfüttern. Das passt nämlich. Das passt perfekt. Das ist traumhaft. Es ist traumhaft. Es ist schön und traumhaft zugleich. So, und das nächste Mal. Das nächste Mal werden wir drüben unseren Vorrats. Unser Vorratslager bauen. Das möchte ich noch bauen, auf alle Fälle. Und dann müssen wir halt mal schauen, ob wir da nochmal eine Exploration-Runde einlegen. Ich glaube ja, weil ich möchte gerne noch ein bisschen Eisen farmen drüben und den Rest von meinen Dingern hier einsammeln. So, ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bleibt gesund, ne? Bleibt mir gesund. Steckt euch nicht an. Wascht euch die Hände. Am besten mehrmals am Tag. Ciao. Ciao. Ciao.